Dieser Mann hier ist ein waschechter kanadischer Jäger. Ihn interessieren allerdings weder Fisch noch Fleisch. Nein, er ist auf der Jagd nach Eisbergen. Denn sie verbergen etwas sehr Seltenes und darum ganz besonders Wertvolles. Die Jagd beginnt auf der Insel Neufundland, östlich von Kanada. Auf diesem Fischkutter laufen die Vorbereitungen unter seinem Kommando. Ed Keen, 59 Jahre alt. Ein rauer Seebär vom alten Schlag, der nicht lange fackelt. Walt, bring mir sofort das Gewehr. Scharfschießen dient sonst nur zum Schutz vor wilden Bären. Doch Ed ist auf der Jagd nach etwas anderem. Wir ernten Eisberge. Hoffentlich geben uns die Eisgötter heute das Eis, nach dem wir suchen. Für diese Suche hat der Kapitän sogar seinen eigenen Soundtrack. Das erste Projekt des Tages. Hippie-Musik und Waffen an Bord. Das allein ist schon skurril. Aber die Jungs sind die ersten Eisbergjäger der Welt. Seit 20 Jahren ist Ed auf der Suche nach den weißen Riesen. Allerdings nur im Sommer. Ansonsten ist es hier zu stürmisch und kalt. Doch auch die Sonne hat ihre Tücken. Die Eisberge sind wie fallende Blätter. Nur, dass sie nicht zu Laub werden, sondern im Salzwasser schmelzen und für immer weg sind. Ausgerechnet heute ist mit 30 Grad der heißeste Tag des Jahres. Die Uhr tickt. Insgesamt hat die Crew eine Jagdsaison von nur 3 Monaten. Um möglichst erfolgreich zu sein, erhält Ed bei der Suche Hilfe von der internationalen Eispatrouille. Die Jungs informieren uns jede Woche, wo Eisberge gestrandet sind. Die meisten Leute wollen denen natürlich aus dem Weg gehen, aber wir fahren raus, um sie zu finden. Bis heute hält kein Schiff eine Kollision mit einem Eisberg aus. Doch wo andere den Kurs ändern, steuert Ed direkt drauf zu. Ich habe vor ein paar Tagen einen sehr großen Eisberg am Nordkap von Bonavista gesehen. Da ist er. Er ist immer noch riesig. Dort. Ein weißer Fleck am Horizont. Doch je näher wir kommen, umso gigantischer sieht er aus. Rund 20 Meter breit und mindestens doppelt so hoch. Geschätztes Gewicht: mehrere 10.000 Tonnen. An alle Eisjäger. Wir haben ein Stück Eis im Wasser. Klar, ein Stück. 40 Meter ragen aus dem Wasser. Das ist buchstäblich nur die Spitze des Eisbergs. Unter Wasser liegt noch mehr. Doch warum ist Ed so scharf auf diesen weißen Riesen? Der Grund: Ed stellt aus den Eisbergen sein eigenes Tafelwasser her. Außerdem verkauft er die Eisware an Großproduzenten für Bier und vor allem Wodka. So verdient er jährlich über 500.000 Euro an geschmolzenem Eis. Ganz besonderem Eis. Ich war früher Fischer. Da haben wir das Eis zur Kühlung genutzt. Wir haben es auf seine Sauberkeit überprüfen lassen. Dabei kam raus, dass der Anteil an Verschmutzungen bei 0,00 lag. Das war der Beweis dafür, dass Eisberge aus dem weltweit reinsten Wasser sind. Das stimmt. Und dafür gibt es einen Grund. Die Eisberge stammen von Gletschern, die vor 20.000 Jahren durch gefrorene Niederschläge am Polarkreis entstanden sind. Damals gab es noch keine vom Menschen geschaffene schädliche Substanzen. Darum gilt Eisbergwasser als einer der letzten sauberen Rohstoffe unserer Erde. Doch die Jagd ist nicht ungefährlich. Über Wasser erkennen wir nur rund 10% der tatsächlichen Eisberggröße. Wenn er kippt, schießt der gigantische Unterkörper nach oben und zerstört den Schiffsrumpf. Ein zu hohes Risiko für Ed. Nein, wir können jetzt nicht direkt an ihn ran. Keine Chance. Erstmal versuchen wir, den Brocken dort drüben zu ernten.
Sozusagen ein Stück zum Aufwärmen. Crewmitglied Dennis und sein 72 Jahre alter Kollege Walt schauen sich das Ganze mal aus der Nähe an. Auch die beiden waren früher Fischer. Da hieß es immer, je größer der Fisch, desto besser. Hier ist das anders. Der ist zu groß. So kriegen wir ihn nicht ins Netz. Wir müssen ihn zerkleinern. Oh Mann! Was für ein Klopper! Was? Ich sagte, ein klasse Brocken. Kriegt ihr den rauf? Wir müssen noch mehr abbrechen. Nur nicht zu viel. Je kleiner das Stück, umso schneller schmilzt es und verschwindet für immer. Du hast ihn. Das wollte ich eigentlich nicht, aber passt schon. Dem Chef ist der Brocken etwas zu klein geraten. Trotzdem soll alles an Bord, was die Crew bekommt. Der frische Fang geht direkt zum Fischbutter. Mit dem Schiffskran befördert Ed das Netz samt Beute an Bord. Von hier geht's direkt in eine Luke unter Deck. Dort sollen sich nachher viele Eisklumpen gegenseitig abkühlen. Eine Art Gefrierschrank also. Bedeutet auch, Ed will noch viel mehr Eis. Okay. Material gibt es auf jeden Fall noch genug. Doch warum ausgerechnet vor Neufundland? Der Ursprung der Eisberge liegt tausende Kilometer weiter nördlich. In Grönland. Von den Gletschern brechen riesige Stücke ab. Diese treiben über die immer gleiche Route, die sogenannte Iceberg Alley, bis an die Küste Neufundlands. Eine Reise, die bis zu 5 Jahre dauert. Eds Zeitplan ist viel straffer. Darum schickt er seine Jungs wieder raus. Passt auf euch auf! Dennis und Walt entdecken eine riesige Eisscholle. Viel zu groß fürs Boot. Wie wollen sie das denn schaffen? Wir umkreisen sie, damit die Wellen ein paar Stück herausbrechen. Über 10 Minuten fahren die beiden im Kreis. Wir können uns kaum vorstellen, dass das allein das massive Eis zerstören könnte. Doch dann, völlig unerwartet, die Taktik geht auf. Kein Wunder, nach rund 20 Jahren Berufserfahrung. Dennis und Walt wollen es jetzt doch mit einem größeren Stück als vorhin versuchen. Drei Tonnen Eis, doppelt so schwer wie das Bröckchen vorhin. Gehalten von einem alten, verbrauchten Fischernetz. Ed ist spürbar nervös. Oh, man. Oh, Mama. Wir brauchen noch mehr. Können wir noch so ein Stück haben? Klar, ein echter Eisbergjäger kriegt den Hals nicht voll. Kein Wunder. In gerade mal 3 Monaten müssen Ed und die Crew die Ernte für ein ganzes Jahr einsammeln. Ein Kampf gegen die Zeit. Und wenn es mal richtig schnell gehen muss... Viele Methoden, ein Ergebnis. Am Ende des ersten Tages haben Ed und seine Crew rund 20 Tonnen Eis an Bord gezogen. Doch was passiert jetzt damit? Das zeigt uns Ed am nächsten Morgen. An Land führt er uns in eine alte Lagerhalle zu seinem persönlichen Schatz. Auf den ersten Blick kaum vorstellbar. Hier lagert Ed geschmolzenes Eisbergwasser
im Wert von knapp 350.000 Euro. Das geht dann weiter in die Produktion. Aktuell haben wir insgesamt rund 1 Million Liter. Am Ende der Saison sollen es aber rund 1,5 Millionen Liter sein. Ed braucht also noch viel mehr Eisberge. Darum wagt er sich jetzt doch an den großen Brocken ran. Mit einer noch ungewöhnlicheren Methode. Wir schießen ein paar Kugeln drauf. Dann werden wir schon sehen, wie hart er wirklich ist. Dafür also das Gewehr. Ein echter Jäger eben. Ich versuche, ihn dort unten an der Seite zu erwischen. Hast du gesehen? Oh boy. Holy fuck. Der Berg spricht mit uns. Wenn er weiter schmilzt, kippt er. Er kommt gleich runter. Wir sollten hier weg. Schleunigst weg. Das Eis ist durch die Sommerhitze extrem instabil. Ein einziger Schuss und der Berg droht einzustürzen. Wir müssen schnell weg. Wenn der Eisberg kippt, wird es lebensgefährlich. Die Crew sucht das Weite. Erst 2 Stunden später wagt sich Ed wieder an den Koloss heran. In der Zwischenzeit ist eine riesige Eisscholle von der Größe eines halben Fußballfeldes abgebrochen. Noch steht der Eisberg aber. Zu Eds Überraschung. Dieser Eisberg ist bereit zu sterben. Trotzdem ist es immer noch ein beeindruckendes Stück Eis. Wie mürbe sein Gegner schon ist, will sich Ed aus der Nähe ansehen und geht nun selbst ins Boot. Ein so hartnäckiges Exemplar hat er noch nie gesehen. Wir merken, trotz jahrelanger Jagd hat Ed in seinem Leben eines nie verloren: den Respekt. Man, oh man, oh man, oh man. Cool. Stimmt. Allerdings droht der Unterkörper zu kippen. Der Eisberg hat durch die viele Bewegung so starke Risse bekommen, dass der Trip lebensgefährlich wird. Und zu holen gibt's hier eh noch nichts. Vielleicht haben wir mit dem Brocken da hinten mehr Glück. Eine Art Eiskrümelspur führt Ed zum Objekt der Begierde. Die abgetrennte Eisscholle. Ich gehe da rauf. Ich will das Eis aus der Nähe sehen. Ein Spaziergang auf einer Eisscholle klingt völlig verrückt. Doch es hat einen Sinn. Ed will herausfinden, wie stabil die Scholle ist und ob er heute noch ernten kann. Durch die Hitze könnte sie aber schon so instabil sein, dass Ed einbricht. Wie gefährlich ist das? Sehr gefährlich. Dennis, ich glaube, das Netz ist nicht groß genug. Das ist ein schönes, stabiles Stück Eis. Für solche Fälle haben wir einen Lastkahn mit Baggerschaufel. Doch der ist ausgerechnet mitten in der Saison kaputt gegangen. Ed muss warten, bis die Scholle von allein bricht. Die Zeit vertreibt er sich mit einem Eisbergwasserbier. Skull! Wie lange er noch auf der Eisscholle ausgeharrt hat, wissen wir nicht. Aber bestimmt hat er auch diese klein gekriegt. Ed will noch viele Jahre auf die Jagd gehen. Der Jagd nach dem reinsten Wasser der Welt.